schon auf einen Tag. Boah, das war krank hoch, Alter. Ist das laut. Das kommt vom Gesangsunterricht. Kommst du klar gerade? Geht's dir gut? Viele Leute haben sich gewünscht, dass ich das gleiche, was ich mit Luca schon gemacht habe, auch mal mit Jody mache. Echt? Und wer hat sich das gewünscht? Ich hab's mir einfach ausgedacht, dass die Leute das gewünscht haben. Alles klar an der Stelle. Kannst du aufhören, dich hier vielleicht mit Salbe einzucremen? Das ist geil. Wir haben lange kein Video mehr gemeinsam gemacht auf meinem Kanal. Schön. Deshalb wird es nochmal Zeit dafür. Und ich dachte mir, Leute, dass es an der Zeit ist, dass wir uns gemeinsam mal meinen Fortnite-Spind angucken. Ich habe gerade eben noch 400 Euro V-Bucks gekauft, weil ich diesen Skin unbedingt haben wollte. Kann ich die alle ausgeben? Nee, kannst du. 100 Euro! Entspann dich mal, okay? Insgesamt sind in meinem Account tatsächlich jetzt schon über 1000 Euro, ich glaube 1400 oder sowas, also 1600 Euro reingeflossen. Starke An der Leistung. Stelle, da geht dann unser Lebensunterhalt hin. Ja. Ist aber auch nicht so schlimm, denn ich würde sagen, wir schauen uns einfach mal an, was für Skins ich alle habe. Das ist ja wohl mit Abstand der geilste Skin, oder? Der ist schon witzig. Guck mal, der hat sogar so einen richtig fetten Hintern und einen richtigen Bierbauch so. Das ist schon geil. Findest du nicht nice, wenn der jetzt zum Beispiel ein Emote macht? Ja? Wenn der fliegt, das macht das nochmal, wenn das fliegt. Warte, warte. Ja, moin. Oder guck mal hier. Wie viele von diesen Dingern hast du bitte? Von den Emotes? Ja. Auch ein paar. Oberpeinlich. Aber das Beste ist eigentlich bei dem Huhn, warte. Das ist schon süß. Nein, also, das würde ich jetzt nicht sagen. Schauen wir mal ganz kurz meine Skins durch. Wir fangen unten bei den Low-Skins an. Zum Beispiel das hier ist so ein ganz normaler Skin. Das ist quasi ein Standard-Skin, den ich mir einfach mal gekauft habe, weil es so ein Fake-Standard-Skin ist. Standard-Skin. Standard-Skin ist was anderes. Der spielt wie ein Standard-Skin. Ja, da hast du vollkommen recht. Also an sich eigentlich ganz cool. Bei ihr ist es halt ähnlich. Warum sie ist auch nicht gekauft? So krass. Ja, alle im schon Store wegen halt. Wegen dem Hintern, oder? Immer? Ich hab heute Morgen reingeguckt, da waren nur hässliche Schuhe drin. Der Skin ist doch richtig geil, was willst du denn damit? Der ist so richtig nützlich. Ich würde mir niemals Geld ausgeben. Nee, ach, die Hintern sind gar nicht so krass bei den Skins irgendwie. Den finde ich ganz cool, den habe ich immer gern gespielt, weil der sieht aus wie Upper Red, finde ich so ein bisschen. True. Warte, das hier ist auch ein ganz cooler Skin. Das ist ein Wrestler, den finde ich richtig nice. Habe ich aber noch nie gespielt, da habe ich einfach gekauft. Den spiele ich. Den finde ich nice. Was? Warum haben die denn so Farben? Sind ja, die weil die seltener werden. Selten? Das sind halt die WM-Skins hier in verschiedenen Trikots, so ganz cool halt, ne? Oh, kann nice, man was hat Deutschland für ein Trikot? Deutschland hat das Trikot hier. Weißes. Aber jetzt kommen wir zu meinem größten Besitz. Das ist der hier. Warum ist das dein größter Besitz? Weil der so aussieht wie ich. Und weil, das ist ein Season 2 Skin, der ist wirklich selten. Das habe ich auch schon Luca versucht zu erklären. Denn diesen Skin hat sich keiner gekauft. Weißt du, was ich meine? Der ist so hässlich. Weil der langweilig ist. Der ist so langweilig und scheiße. Und jetzt wollen ihn aber alle haben. Was? Oh, du bist nicht langweilig und scheiße. Danke. Dankeschön. Guck mal, das hier ist auch ein Season 2 Skin. Das ist eine Ritterin. Die ist Ritterin? Ganz, nee, ist ein Ritter. Ist ja voll der tapfere Brust. Ritter. Ist auf jeden Fall auch ein schöner Skin. Ist halt, warum man sagst sieht, du denn der tapfere Ritter? Der heißt blauer Knappe. Ja, der, also. Der tapfere Krieger, aber es ist. Also, das Ding ist, ich finde schon, pass auf, ich zeig dir jetzt mal, der Skin hier ist halt Season 2. Verglichen mit dem hier, ich finde, man sieht da schon einen kosmetischen Unterschied. Weißt du, was ich meine? Nee, mach nochmal. So von den anderen? Von den Texturen her zum Beispiel. Nee. Findest du nicht? Nee. Ja gut, ist ja auch egal. Das hier ist halt auch ja, so ein, den kenn ich schon. Das mach Gegenstück. Coole. Das ist halt das männliche. Den magst du bestimmt hier. Der ist ganz freaky. Nein, den mag ich nicht. Der ist langweilig. Magst du nicht? Hat jeder. Okay. Meinen hat keiner. Du hast meinen auch nicht. Meiner ist der seltenste. Dieser asiatische. Asiatin. Das ist ein Standard-Skin. Nee. Warte mal, die kommt vielleicht noch. Entspann dich. Guck mal, den hier finde ich übertrieben sick, das Outfit. Mag ich richtig gerne tatsächlich. Aber ist das nicht irgendwie kacke, so zu spielen? Weil dann sieht dich doch jeder, wenn ja, du ja, aber so das ist bei Fortnite bist. Eh nicht so. Weißt du, bei ja, Fortnite bei Fortnite ist eh egal, so sehr Leute, casual halt, da kannst du drauf pushen. Das hier die ist geil. Pass auf, das hier ist das Lieblingsskin von Montana Black. Because of the Booty. Da ist nämlich ein Booty. Da ist ein richtiger Booty halt. Ja. Mit dem Emote halt. Montana Black ist immer richtig am Geiern, weil halt Jogginghose und Booty, das findet er halt immer sehr geil. Nice. Das ist auf jeden Fall der Lieblings, da sagt er immer. Mal rein, aktiv! Sie finde ich eigentlich auch, spiele ich auch viel zu selten tatsächlich. Finde ich auch extrem cool irgendwie. Ich mag das Kostüm, was sie anhat, so weißt du, was ich meine? Ich check dieses Ding von Skins, check ich nicht. Wenn du echt sagst, nicht? Die spiele ich viel zu selten, so als ob das irgendwas an deinem Spiel ändert oder nee, so. Nee, aber ich finde, ich wechsle schon gerne durch, weil das macht schon einen Unterschied, finde ich. Nee. Ich hab so zwei, drei Skins, wo ich weiß, wenn ich den spiele, bin ich gut. Oh. Das ist meine Illusion. Ah, das ist aber sowas Psychisches, das ist ja, gut. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Aber auch schlecht, weil es zieht dir das Geld aus der Tasche. Das sind die neuen NFL-Skins, finde ich richtig krank. Ja, von allen Mannschaften. Du bist auch richtig
Patriots und sowas. Raiders halt. Nee, das nicht, aber ich habe mir die halt geschenkt bekommen von Epic und fand ich ganz geil. Nice. Auch ganz krass, dass hier, wie gesagt, die kompletten, zum Beispiel hier sind Panthers, glaube ich, ne? Ja, weiß ich ja. doch nicht. Das halt hier, oder ja, ich weiß nicht. Sag einfach nichts, dann sagst du auch nichts falsch. Nee, das hier sind Panthers. Das sind Leopards. Finde ich halt krass cool, dass es auch wirklich richtige Vereine sind. Ich wünsche mir sowas halt für die Bundesliga. Das wäre halt geil eigentlich. So richtig geile Bundesliga-Skins. Schade, dass dann Köln nicht mehr in der ersten Bundesliga ist. Ruhe, der kommt aber rein wegen Vergebung. Nicht. Den haben, oh mein Gott, dieser Skin ist der größte, der nervt mich momentan richtig. Seit 3-4 Wochen. Ja, ich bin ja auch richtig nervig. Seit 3-4 Wochen kursiert dieser Skin hier irgendwo rum so stressig und das sind immer die größten Tryharder. Weißt du, kalt draußen ist, dann wollen die Leute ein bisschen Sommer im Spiel haben, dann tun die so, als wären die so am Beach. Das sind einfach die größten Tryhard-Skins. Das ist richtig nervig. Interessant. Das hier ist der größte Skandal 2018 und zwar gibt es diesen Skin in zwei Ausführungen. Ich habe schon Luca erklärt, diesen Skin gab es damals genau in der Farbe vor einem Jahr. So, das war der Halloween, der Skull Trooper Skin. Der war übertrieben selten, alle wollten ihn zurückhaben. Jetzt kam der dieses Jahr in Halloween wieder. Mit Blau. Nee, in der Farbe und wenn man halt lang genug spielt, auch in der Farbe. Jetzt haben die Leute, die aber damals den Skin gekauft haben, hier noch Outlines drum und sie sind natürlich mega abgefuckt, weil der Skin jetzt halt sämtlichen Wert verloren hat. Weil das waren Accounts. Was für ein Wert? Du kannst ihn doch gar nicht verkaufen. Es wurden Accounts mit diesem Skin verkauft für 5000 Euro oder sowas. Oder 400. Eins von beiden. Also auf jeden Fall für sehr, sehr viel Geld. Nee, tatsächlich. Also die wurden echt für viel Kohle verkauft. Interessant. Wirklich. Darf ich mal kurz was da wegnehmen? Das wollte ich dir kurz wegnehmen. Danke. Übertrieben sick, so ein Rotkäppchen-Skin halt. Ja, die ist cool. Ne, das sieht auch hier mit dem Dolch und sowas an der Seite. Den finde ich halt auch ganz cool, weil ich einfach die Frisur extrem feiere. Finde ich richtig nice. Sieht aus wie deine, ne? Ja, sieht aus wie meine Frisur. Findest du wieder geil, ne? Ja, auf jeden Fall. Okay, an welchen Fußballspieler erinnert der dich? 1:1. Jetzt sofort. Kevin Kurani. Oh mein Gott, stimmt. Aber an wen noch? Keine Ahnung. Cristiano Ronaldo. Ah, ein bisschen. Ronaldo, das ist einfach Ronaldo. Der Kurani mit diesem Bart so. Ja, ja, stimmt. Da war es ein cooler Skin, finde ich. Ich mag den irgendwie. Ja, hier ist halt so ein... Müssen wir die alle noch angucken? Der erinnert mich immer an Sturwaffel. True. Dann haben wir hier noch so einen Osterhasen-Skin. Der ist ganz süß, eigentlich mit dieser Schminke so, mit dieser Handgranate hier. Den finde ich doof. Ja, die kennst du ja schon alle. Das sind ja die alten Skins. Ja, die kenne ich alle. Der ist Paluten. Nice. Ja, stimmt. Das, kennst du noch Palutens Kürbisanzug? Ja. Den hatte Paluten damals. Den hatte der wirklich? Ja, ne? Also hatte der... Der hat genau den. Ja. Ja, hier nochmal ein Bild davon. Thomas, viel Spaß beim Suchen. Lol. Lol. Finde ich auch geil. Ich hatte so eine Phase, wo wir richtig viel Vikings geguckt haben. Oh, ich habe alle Wikinger-Skins gekauft, die es gab im ganzen Game. Richtig, richtig viele. Wirst du gleich sehen. NFL-Skin. Schon wieder? Warum? Hier, Viking-Skin. Auch so ein bisschen. Mit dem Skin hier konnte man sich einfach ins Feld stellen und diese T-Pose machen. Oh, und dann haben die Gott, anderen Spieler einen nicht gesehen. Dran. Weißt du, was ich meine? Und ich finde den auch extrem geil designt. Diese ganzen Farben, diese ganzen Fetzen so. Viele Details. Das mag genau, ich gerne. Genau. Den habe ich halt eben erst gekauft, weil das mit Abstand der behindertste Skin im ganzen Game. Der ist schon... Den finde ich aber, guck mal, der ist schon witzig. Diese fette Wampe halt hier vorne, weißt du, was ich meine? Das hat schon was. Das ist schon ganz cool. Das ist halt der Rainbow Warrior, finde ich auch ein cooler Skin, muss ich sagen. Ah, das ist ein Glücksbärchi. Das war mein Skin bei Minecraft, war ein Glücksbärchi. Stimmt, der hat genau das drauf, ne? Ja. Sowas auf der Brust. Genau das Pinke. Ja, ja. Der ist ganz süß, weil das halt so ein Typ auf einem Lama ist, mit diesen Beinchen. Komm jetzt hier. Kannst du den mal laufen lassen? Das ist ganz süß eigentlich, ne? Die Beine sind großartig. Ja, das sind so Twitch Prime Skins, die sind nichts Besonderes, sind halt ganz nett gewesen so. Der sieht halt irgendwie aus, das ist so ein Standard Skin. Bei dem Skin jetzt, guck mal, das ist ein Werwolf und der verwandelt sich halt mit der Zeit. Der hat so verschiedene Stufen hier so. Ein Vollmond. Ja, genau. Also wenn man halt komplett viele Level durchgespielt hat, dann wird der halt schwarz irgendwann am Ende. Das habe ich jetzt gerade erst geschafft tatsächlich. Sie, finde ich, hat auch übertrieben krank, weil sie mich so an Vikings erinnert. Weißt du, was ich meine? Ich liebe aber das ist so ein League of Legends Charakter oder so. Ja, sowas. Ja, irgendwie so schon mit diesen Augen halt. WoW. Ne? Warum ich den gekauft habe, frage ich mich bis heute. Ich glaube, weil das so ein russischer Skin ist. Warum weil der ist der golden? Der sieht so ein bisschen, ja, keine Ahnung. Den ist der immer noch einer meiner Lieblingsskins. Was? Der spielt auch jeder. Den Raven, den haben viele. Das ist der gleiche viele. Wie die, oder? Ja, ja, genau. Ich habe viele Sets halt immer so. Guck mal so, da drauf nochmal zum Gucken. Ja, das sind die gleichen. Genau. Der ist geil, der sieht auch so ein bisschen wie Iron Man so, weißt du? Nö. Den habe ich gekauft, weil er so unglaublich hässlich ist. Das ist cool, weil das keinen Kopf hat, das Ding. Ja, ja, richtig, genau. Schon... Den kennst du schon. Ja, den kennst du bestimmt auch. Havok ist nichts Besonderes. Das ist der hässlichste Skin in-game. Den habe ich nur gekauft, weil er so hässlich ist. Weil er sieht richtig scheiße aus. Wie so ein böses Monster von Spider-Man. Wie so Aquaman, aber als Lauch. Der ist halt komplett verwandelt. Sieht aus wie Yu-Gi-Oh! Halt, ne, ja, so ein bisschen. Voll. Der Besucher, den kennt man auch vom letzten Jahr. Das ist der Skin aus der letzten Season. Den finde ich richtig geil. Ja, so ein Karnevalskostüm wollte ich halt haben. Wo ist denn kann da? Ich dir jetzt nicht zeigen. Der entwickelt sich halt erst mit der Zeit. Also der entwickelt sich halt erst, wenn ich viele Kills gemacht habe. Sieht halt so aus. Ja, dann mach mal viele Kills. Ja, kann ich jetzt halt nicht, ne? Warum also, nicht? Nee, wir gehen jetzt weiter die Skins durch. Guck mal hier. Rustlord, auch ein sehr alter Skin, den alle hassen. Deshalb liebe ich ihn. Ragnarök halt, auch so ein Viking-Skin, finde ich extrem geil. Und ihn finde ich halt auch so geil, weil er so ein Viking-Skin ist. Ja, und das sind meine Skins gewesen. Wunderbar. Und jetzt kommen wir, klicken mal ganz hier durch unsere Backblings. Hier sowas habe ich halt Backblings. Alles noch. Die ganzen also Rucksäcke. Rucksack einfach zu sagen. Guck mal, die sind schon ganz geil, oder? Ja. Der Mantel.
Mantel hier ist auch ganz cool. Der Mantel ist richtig sick, der passt richtig gut zu vielen Sachen. Der steckt einfach im Rücken, das Ding. Fun. Das Schild ist halt auch so ziemlich rare. Diesen halt auch ganz geil. Ja, sowas ist cool. Das war das nochmal. Achso, das sind Haustiere. Ja, es gibt auch einen Hundi, pass mal auf. Warte. Es gibt einen kleinen Drachen. Hui. Und einen Hundi. Da kann auch verschiedene Hunde sehen. Du wirst von hinten angeschossen, dann schießt man ja auf deinen Hund. Du kannst ihn ja gar nicht mehr von hinten töten, irgendwelche Leute, wenn die das haben. Oder? Doch, weil machen schon alle. Also das ist ja. Hier sind noch meine Pickaxes. Die finde ich ganz geil. Die magst du ganz gerne, glaube ich. Die finde ich auch ganz cool, weil die kriegt immer eine andere Farbe, je mehr Kills man macht. Oh. Das erinnert mich an Van Helsing. Kennst du den Film noch? Dieses, was du gerade gemacht hast. Kennst du noch Van Helsing? Nö, habe ich nie gesehen. Aber ist auch ein ganz cooles Ding, weil das diese Flockmaschine, die er hatte. Auch eine geile Pickaxe finde ich die hier. Sieht so aus wie Minecraft Diamant-Hacks, weißt du? Ich bin so ein Nerd, Alter, was mit mir? Wie kann ich eine Freundin finden? Diamant-Hacks. Guck hier, Schokohasen, der so einen langen Pimmel hat als Möhre. Siehst du das? Lutscher. Lutscher. Römisches Imperium. Football-Ding. Ein Schraubenschlüssel. Wer denkt sich solche Sachen? Aber was macht das? Warum leuchtet das? Die finde ich ganz geil. Ich fände es so geil, wenn die so Explosionsschaden, wenn man macht, am Boden hat. Das hier soll ein DJ-Controller sein. Du kennst meinen. Pass mal auf, warte. Er ist zu weit in der Kiste, kein Bock. Aber du kennst so meine DJ-Controller. Ja. Kennst du nicht die drei Crossfader, die man immer wieder braucht? Ja. Ach du, wahrscheinlich, das ist die Standardhacke, die ist am besten. Dann habe ich hier noch ein paar Gleiter, mein Auto, was fliegt, mein Lasershark, der fliegt. Dann habe ich hier noch das hier. Das ist geil. Das ist richtig nice. Das wäre das, was ich machen würde. Den finde ich richtig niedlich. Der ist auch Killer, dieser Drache. Ein Eishose. Schon krank, ne? Also schon richtig, richtig schön. Cool. Guck mal hier, es gibt sogar. Oh, die ISS! Planetsonde. Planetsonde. Guck mal hier, noch Raumshuttle gibt's. Habe ich natürlich auch beide Farben gekauft, weil... Warum nicht? Keine Ahnung, Mann. Ich habe aber aufgehört, so viel Geld reinzupumpen. Ich habe jetzt seit langer Zeit wieder mal einen Skin gekauft, den Hühnerskin. Ja, das waren so meine Skins, ne? Jody. Geil. Kurzes Fazit. Hier habe ich noch so diese ganzen Streifen, aber super, das ist ja nicht so interessant hier. So. Schön. Guck mal hier, so Klopapier habe ich momentan immer drin. Geil, also okay, das ist ne? funny. Oder hier so Farben, so nee, Holy Klopapier Festival. Ist schon geil. Glaube ich, der krasste ist dieser Dragon Ball. Warte mal, wo ist der? Ist das der hier? Genau, dieser. Der sieht so ein bisschen aus wie bei Dragon Ball, weißt du? Mhm. Ja, ist ja auch egal. Mhm. Jody, wie findest du es jetzt generell mal so, dass ich so viel Geld da reingepumpt habe? Ist es das wert gewesen? 10 auf 10. Fazit an der Stelle, oder? Ja, schön, hast du gut gemacht. Wünschst du, du hättest auch so ein großes Interesse daran, deinen eigenen Kleiderschrank. Nein, eigentlich machst du es schon alles ganz gut. Eigentlich ist alles super. Tschüss, mach's gut. Leute, lasst einen Daumen nach oben da. Schaut bei Jody vorbei. Das war's für das Video. Wenn ihr wollt, dass ich noch weiter oder noch meinen Skin Spint reacten lasse, dann sagt mir mal gerne wen und dann mache ich das und dann frage ich die Leute vielleicht. Ich frage einfach Tuttle mal. Der wird sich denken, Junge, bist du dumm? Der wird nach 5 Minuten aufstehen und gehen. Das war's von diesem Video. Macht's gut. Tschüss.